Henrietta Lex. Diese Zellen stammen aus ihrem Körper. Sie wurden ihr entnommen, knapp bevor sie starb. Seitdem haben sich diese Zellen ständig weiter vermehrt. Es gibt heute Milliarden von ihnen in vielen Labors auf der ganzen Welt. Alle zusammengenommen erreichen das 400-fache Gewicht ihrer Spenderin. Diese Zellen haben die moderne Medizin revolutioniert und die Politik bewegt. Sie beeinflussten die Politik der Supermächte und ihrer Präsidenten. Sie wurden sogar in den Kalten Krieg verwickelt, denn man glaubte, mit diesen Zellen den Tod besiegen zu können. Im Jahr 1860 nahm Benjamin Lex, Plantagenbesitzer in Virginia, eine seiner schwarzen Arbeiterinnen zur Frau. Sie schenkte ihm zwei Kinder. Drei Generationen lang arbeitete die Familie Lex auf den Feldern. 1942 beschloss seine Urenkelin Henrietta Lex, in die Stadt zu ziehen. Sie ging mit ihrem Mann und ihren Kindern nach Baltimore. Es war Krieg, in der Stadt konnte man Geld verdienen. Für alle ihre Freunde war Henrietta einfach nur Henny. Oh my goodness, I don't think I could top her. Du lieber Himmel, sie war mir immer überlegen. Henny war ein schönes Mädchen. Ich war auch schön, aber Henny war außergewöhnlich hübsch. Sie hatte ein sehr hübsches, rundes Gesicht. Ich bewunderte immer, wie sie sich anzog. Sie war immer sehr modisch gekleidet, nicht herausstaffiert, modisch. Sie trug Kleider, die ich selbst gern gehabt hätte. Ich war auch gut angezogen, aber sie hatte einen Mann und sie konnte sich schöne Kleider leisten. Sie mochte hübsche Sachen. Die Zellen haben zu wachsen aufgehört, aber manchmal tun sie das nicht. Sie wachsen unkontrolliert weiter und teilen sich unablässig. Sie halten sich an kein Gesetz. Sie verdrängen das gesunde Gewebe, gesunde Organe, wachsen, verbreiten sich im ganzen Körper und bilden neue, bösartige Kolonien. Das ist Krebs. 10 Kilometer von Henriettas Wohnsitz entfernt lag das Labor von Dr. George Guy. Guy hatte den Ehrgeiz, die Welt vom Krebs zu befreien. Der Schlüssel dazu lag seiner Überzeugung nach im Inneren der menschlichen Zellen. Er versuchte deswegen seit 20 Jahren, menschliche Zellen im Reagenzglas zu züchten. Guy hatte den Traum, der Erste zu sein, der menschliche Zellen außerhalb des Körpers am Leben erhalten konnte. Er wollte im Reagenzglas das Geheimnis der Entstehung von Krebs entdecken und diesen Vorgang schließlich verändern und korrigieren. Guys Spezialrezept war, die Zellen mit Hühnerblut zu ernähren. Er zapfte dazu lebenden Hühnern Blut aus dem Herzen ab. Er vermischte das Blut mit Krebsgewebe, das von Patienten des Stadtkrankenhauses in Baltimore stammte. Mit dieser List, so hoffte er, sollten die Krebszellen auch außerhalb des Körpers weiterwachsen. Er filmte jeden seiner Versuche, verzeichnete stets aber nur Misserfolge. Nach einigen Tagen starben die Zellen immer ab. Warum ist das Problem Krebs so schwer zu lösen? Es ist schwer und langwierig. Wegen dieser winzigen Zelle, dieser mikroskopisch kleinen Lebenseinheit, so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Sie ist eine eigene Welt für sich, ein Universum, das erforscht werden muss. Am 1. Februar 1951 kam Henrietta Lex ins Stadtkrankenhaus von Baltimore. Sie suchte einen Gynäkologen auf. Zufällig war ich derjenige, der sie untersuchte, als sie das erste Mal hierher kam. Ihre Geschichte war sehr einfach. Sie hatte Blutungen außerhalb der Periode gehabt. Ein Zeichen für Krebs, aber auch für andere Krankheiten. Allgemein ging es ihr gut. Bei der generellen Untersuchung gab es keine Auffälligkeiten.
Doch als ich ihre Gebärmutter untersuchte, war ich außerordentlich beeindruckt. Ich sehe diese Läsion, diese krankhafte Gewebsveränderung noch heute vor mir. Es sah nicht wie ein gewöhnlicher Krebs aus. Es war anders, purpurrot, und es blutete sofort, wenn man es berührte. Ich hatte niemals zuvor so etwas gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass ich seither jemals etwas gesehen habe, das so aussah. Es war ein sehr spezieller Tumor. Wie gewöhnlich wurde ein Stück des Krebsgewebes zu Dr. Guy gebracht. Ich war gerade beim Mittagessen, wie immer hier im Labor, neben den Käfigen mit den Mäusen. Dr. Guy brachte mir die Petrischale und beauftragte mich, eine Zellkultur anzulegen. Er gab mir das Stück Tumorgewebe und ich nahm ein Skalpell, wie dieses, ein steriles. Das Tumorgewebe gab ich in ein Petrischälchen und dann zerschnitt ich es einfach, wie man Fleisch zerschneidet. Dann fügte ich, wie die Anleitung es vorsah, eine bestimmte Anzahl von Tropfen von Hühnerplasma hinzu, so wie ich es viele Male zuvor gemacht hatte. Und siehe da, die Zellen wuchsen. Henrietta Lacks Zellen taten, wovon Guy geträumt hatte. Sie vermehrten sich im Reagenzglas weiter. Dieser Film zeigt ihr Wachstum in der ersten Woche. Henrietta war krank. Man konnte sie hören, wenn sie die Treppe herunterkam. Oh Gott, ich werde nicht wieder gesund. Ihr Bauch tat ihr schrecklich weh. Jesus, hilf mir, hilf mir. Niemand sagte, dass sie Krebs hatte. Das war damals ein verbotenes Wort. Wenn jemand Krebs hatte, sprach man nicht darüber, aus Angst. Das sind Henrietta Lacks Zellen 6 Wochen später gefilmt. Jede Zelle teilt sich alle 20 Stunden. Ein Rekord für jede Art von Krebs. Die Zellen wuchsen im Reagenzglas genauso schnell wie in ihr. Sie waren nicht zu stoppen. Sie vermehrten sich sehr rasch weiter. Es war die erste menschliche Zelllinie. Ihr Tumor sprach nicht gut auf die Behandlung an. Sie siechte nicht dahin. Sie behielt ihre Schönheit und ihre Figur. Andere Leute, die krank sind und Krebs haben, sehen schlecht aus. Bei ihr war das nicht so. Das Einzige, woran man es merkte, waren ihre Augen. Man konnte in ihren Augen lesen, dass sie sich nicht mehr erholen würde. Henrietta Lacks starb am 4. Oktober 1951. Sie war 31. Heute hören wir, warum Wissenschaftler glauben, den Krebs besiegen zu können. Am selben Abend war Dr. Guy zu Gast im Fernsehen, um seinen Erfolg publik zu machen. Ich möchte Ihnen jetzt eine Flasche zeigen, in der wir große Mengen von Krebszellen gezüchtet haben. Während Guy Henrietta Lacks Zellen in die Kamera hielt, holte seine Assistentin im Autopsieraum noch mehr Proben der kostbaren Zellen, diesmal aus dem Totenkörper. Ich ging mit meinem Petrischälchen hinein. Ihr Leib war komplett geöffnet. Man konnte richtig in sie hineinsehen. Der Tumor war in allen Geweben. Ihre Blase war eine einzige Tumormasse. Sie war sehr dünn. Ich bemerkte, dass sie abgesplitterten roten Nagellack auf ihren Zehennägeln hatte und dachte, das war eine lebendige Frau, nicht nur ein Körper. Wir zeigen Ihnen jetzt einige aktuelle Aufnahmen von Krebszellkolonien in einem Reagenzglas. Es sind dieselben Zellen, die ich Ihnen zuvor gezeigt habe. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir mit Hilfe dieser Grundlagenforschung einmal in der Lage sein werden, einen Weg zu finden, den Krebs völlig auszurotten. Henry
Henrietta Lecks Leichnam wurde nach Virginia gebracht und bestattet. Dr. Guy verheimlichte vor ihrer Familie, was er mit Hennys Zellen gemacht hatte. Er war besorgt, man könnte ihn verklagen. Er gab den Zellen den Codenamen Hila und erzählte jedem, dass sie von einer Frau namens Helen Lane stammten. Henrietta Lecks fand in einem Grab in der Nähe ihres Geburtshauses ihre letzte Ruhestätte. Sie hinterließ einen Ehemann und 5 kleine Kinder. A lot of people say I look just like Henrietta. Viele Leute sagen, ich sehe genauso aus wie Henrietta, wie meine Mutter. Sie sehen mich und sagen, oh, das ist Henriettas Tochter. Und ich sage dann, woran erkennt er mich? Diese Leute haben hier unten gelebt. Sie sagen dann, ja richtig, das ist Dale, das ist mein Spitzname. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit du ein Baby warst. Ein Baby? Und ihr wisst, wer ich bin? Es ist seltsam zu wissen, dass man jemandem so ähnlich sieht. Sie sagen, sie war ein netter Mensch, dass der liebe Gott anscheinend immer die Guten fortnimmt. Ich halte mich selbst nicht für hübsch, aber ich arbeite daran, mit Gottes Hilfe. Der Mensch, Henrietta Lecks, wurde von der Wissenschaft vergessen. Doch ihre Zellen waren im Begriff, weltberühmt zu werden. Zum ersten Mal konnte alles an lebenden menschlichen Zellen getestet werden. Hennys Zellen wurden, begleitet von 2 weißen Mäusen, in den Weltraum geschossen. Das Ziel war, die Wirkung der Schwerelosigkeit festzustellen. Kosmetikfirmen kauften Millionen von ihren Zellen, um neue Produkte zu testen. Das amerikanische Militär benutzte Hila-Zellen für seine Atombombentests, um die Effekte der radioaktiven Strahlung zu untersuchen. Und dann war die Kinderlähmung an der Reihe. Die Hila-Zellen waren das perfekte Mittel, Polioviren zu züchten und zu erforschen. Das Ergebnis war die Entwicklung eines Impfstoffs, der die Krankheit besiegte. Der Erfolg mit der Kinderlähmung führte geradewegs zu einer nächsten Frage. Entstand Krebs vielleicht auch durch ein Virus? Und wenn, würde es gelingen, auch ihn zu besiegen? In den 50er Jahren hoffte man, ein Virus zu entdecken, das die Hauptursache von Krebs war, und einen Impfstoff zu entwickeln, um Erkrankungen zu verhindern. Da Henrietta Lecks Zellen Krebszellen waren, mussten sie in sich das Geheimnis bergen, wie Krebs entstand und wie man ihn vernichten konnte. Der erste Schritt war, herauszufinden, ob Krebs, wie die Kinderlähmung, eine Infektionskrankheit war. 2 Wissenschaftler mit Hila-Zellen im Gepäck suchten ein Hochsicherheitsgefängnis in Ohio auf. Das ist die erste Suspension, die wir heute verwenden wollen. Hier auf dem Grund kann man kugelförmig zusammengeballte Krebszellen sehen. Dieses Material, diese Zellsuspension, wird in eine Spritze aufgezogen und unter die Haut des Unterarms injiziert. Die Stelle wird zuvor mit Novocain örtlich betäubt. Sie impften die Hila-Zellen unter die Haut, um zu sehen, ob sie sich vermehren und Krebs erzeugen würden. Das Ganze schien sehr berechtigt zu sein. Wie sonst sollte man herausfinden, ob sich die Hila-Zellen tatsächlich verbreiten und Krebs verursachen? Warum haben Sie sich freiwillig gemeldet? Meine Großmutter und mein Vater starben an Krebs. Ich glaube, dass ich das Böse, das ich in den Augen der Gesellschaft getan habe, damit wieder gut mache. Die Idee war, wenn wir Polio durch einen Impfstoff, der in der Zellkultur entwickelt wurde, heilen können, warum können wir dann nicht auch einen Impfstoff gegen Krebs entwickeln, der die Menschen vor den Tumorviren schützt? Einige Gefangene bekamen kleine Tumore, doch keiner erkrankte an Krebs. Das Ergebnis war unklar. Sie entfernten den unteren Tumor auf meinem Arm. Doch der obere, so sagten sie mir 2 Wochen später am Telefon, muss nicht operiert werden. Mein Immunsystem hat ihn unschädlich gemacht. Warum machen Sie bei diesem Test mit? Ich habe einem Mädchen großes Unrecht angetan. Dafür zahle ich jetzt zurück. Doch dann tauchten andere Indizien auf, die zu beweisen schienen, dass es vielleicht doch Krebsviren gab. Henrietta Lecks war in der Welt der Zellkulturen nicht mehr allein.
Viele verschiedene Zelltypen wurden nun außerhalb des Körpers gezüchtet, auch normale, gesunde Zellen. Das sind Herzzellen in einer Petrischale. Jede Zelle schlägt im selben Rhythmus wie das Herz, aus dem sie stammt. Überall schossen Versuche aus dem Boden, menschliche Zellen zu züchten. Viele waren erfolgreich. Es gab plötzlich Lungenzellen und etliche andere Zellen von einem ganzen Spektrum verschiedener Körpergewebe. Auf der Jagd nach neuen Zelllinien griffen manche Biologen sogar auf ihre eigene Familie zurück. Ich beschloss, eine Zelllinie von der Fruchthülle eines meiner Kinder anzulegen. Am Tag der Geburt meiner Tochter gab ich dieses Material der Krankenschwester, die es ordnungsgemäß verwahrte. Ich brachte es ins Labor, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass meine Frau und meine neue Tochter wohlauf waren. Nach einigen Stunden schaute ich durchs Mikroskop und konnte die Zellen bewundern. Doch dann begannen merkwürdige Dinge zu passieren. Viele von den normalen Zelllinien entwickelten plötzlich Krebs. Normale Zellen, die offen im Labor lagen, verwandelten sich abrupt in bösartige Krebszellen. Man nannte dieses Phänomen spontane Transformation. Ich entdeckte in der Kultur eine Insel von Zellen, die anders aussahen als die normalen Zellen. Von dem, was ich damals von Zellen verstand, wusste ich, das war diese spontane Transformation. Ein Vorgang, bei dem normale Zellen in einer Kultur plötzlich Eigenschaften von Krebszellen annehmen. Könnte das ein Virus sein? Besitzen wir Wege, diese Viren aufzuspüren? Könnte ein Virus diese Verwandlung bewirkt haben? Versuchen wir es nochmals. Legen wir eine neue Kultur an. Vielleicht passiert es wieder. Und es passierte wieder. War Ihre Frau nicht schockiert? Überhaupt nicht. Warum sollte sie? Nun, Sie ziehen die Zellen Ihrer Tochter in Kultur und es werden Krebszellen? Ja, aber warum sollte ich oder Sie dadurch schockiert sein? Die Überzeugung wuchs, dass in bösartigen Zellkulturen wie jenen von Henrietta Lacks Krebsviren ihr Unwesen trieben. Wenn man sie finden konnte, könnte der Krebs besiegt werden. Das aber würde sehr viel Geld kosten. Hilfe kam von einer Frau namens Mary Lasker, einer millionenschweren Dame der Gesellschaft von New York. Ich denke, das ist eines der aufregendsten Stilleben, die Matisse gemalt hat. Es ist voller Farben und Wärme. Ich habe hier auch Bilder von Cézanne, Monet und Renoir. Seit Laskers Ehemann an Krebs gestorben war, hatte sie eine Berufung. Sie wollte die Regierung dazu bringen, ein großes Projekt zu starten, um ein Heilmittel gegen den Krebs zu finden. Die Geldmittel, die für die medizinische Forschung zur Verfügung stehen, sind lausig. Sie werden es nicht glauben, wir geben für die Krebsforschung weniger aus als für Kaugummi. Der Krebs hatte in der Politik keinen hohen Stellenwert. Um die Politiker zu überzeugen, musste Mary Lasker die Möglichkeit einer einfachen Heilmethode in Aussicht stellen. Eine Freundin erzählte ihr von der Virustheorie. Für Mary Lasker war die Virustheorie sehr spannend. Sie schien einen Lösungsansatz für das Problem Krebs zu bieten. Es ist immer nützlich, den Feind zu kennen. Sie rief mich eines Tages an und sagte, Mathilde, wir müssen die Krebsforschungskampagne starten. Die Öffentlichkeit wird es begrüßen. Jeder fürchtet sich vor Krebs. Und so begannen wir zusammen die Kampagne für die Krebsforschung. Ich bin Bing Crosby. Ich stehe auf der Bühne. Die Show hat angefangen. Lasker und Grimm spannten auch Hollywood ein. Sie überredeten die Stars, in Fernsehshows aufzutreten und öffentlich über die Krankheit zu sprechen, die jedermann fürchtete. You are nobody till somebody loves you. Sie sollten für die Compan werben. Wir sind Zeugen einer riesigen Wissensexplosion.
Wir werden diese Krankheit besiegen. Doch just zu dem Zeitpunkt, als die Stars das Ende des Krebs versprachen, erkannten die Biologen, dass an der Virustheorie etwas faul sein musste. Und der Grund dafür waren Henrietta Lacks und ihre Zellen. Es begann, als ein Wissenschaftler namens Stanley Gardler viele Zelllinien untersuchte. Er entdeckte, dass alle dasselbe Enzym ausbildeten, eine Substanz, die nur bei schwarzen Menschen vorkam. Das Problem war, dass alle Zelllinien, die er untersuchte, von weißen Menschen stammten. Die einzige schwarze Zelllinie war die von Henry Lacks. Bei einem hastig einberufenen Treffen von Zellbiologen verkündete Gardler das Unausweichliche. Er sagte, Zelllinien, die anscheinend aus verschiedenen Geweben verschiedener Leute gewonnen wurden, sind keine solchen. Das sind alles Zellen von Henrietta Lacks. Wenn Sie glauben, dass Sie mit Brustzellen gearbeitet haben, liegen Sie falsch. Lungenzellen, falsch. Nierenzellen, falsch. Sie haben mit Zellen gearbeitet, die aus einer menschlichen Gebärmutter stammen. Das war sehr unangenehm. Das war für viele ein Riesenschock und es gab große Unruhe. Ich konnte es nicht glauben. Er sagte, dieses Enzym kommt nur bei Schwarzen vor. Daher kann das Gewebe nicht von Ihnen stammen. Sie sind weiß. Es muss von einem Schwarzen stammen. Und wenn es von einem Schwarzen stammt, dann sind es wahrscheinlich HeLa. Sie haben Ihre Zellen mit HeLa-Zellen vermischt. Ich sagte, Sie haben Unrecht. Viele glaubten Gardler nicht. Doch für jene, die ihre Zelllinien aus ihrem eigenen Fleisch und Blut gewonnen hatten, war jede andere Erklärung noch schlimmer. Gardler sagte, dass die Zellen meiner Tochter Enzyme besaßen, die auf einen schwarzen Elternteil hinwiesen. Das war der Grund, dass ich zum Telefon rannte und meine Frau ins Gebet nahm. Sie versicherte mir, dass ich mir um nichts Sorgen machen müsse. Ich bin nicht schwarz und meine Frau auch nicht. Leonard Hayflick glaubte niemals, was er da hörte. Er war ein spezieller Fall, weil sein eigenes Kind betroffen war. Bei ihm musste man wirklich bis auf die zelluläre Ebene hinuntergehen. Es ging um sein eigenes Sperma und um die Eizelle seiner Frau. Es hatte für mich keine Bedeutung, aber ich war neugierig. Falsch. Es war ein Skandal. Etwas mehr, um es milder auszudrücken. Grauenhaft falsch. Das Problem war, dass niemand völlig verstand, wie Henrietta Lacks Zellen die anderen Zelllinien verunreinigen konnten. Etwas lief falsch in der Zellbiologie, aber niemand wusste, wie sehr oder wo das Problem eigentlich lag. In der Zwischenzeit war Mary Lasker mit ihrer Kampagne erfolgreich. Sie drang bis zum Präsidenten vor. Mary machte Krebs zu einem Thema, mit dem sich die Politiker beschäftigen mussten. Bei einem Dinner im Weißen Haus zog sie ihren kleinen Notizblock hervor und las dem Präsidenten die Zahlen vor. Wie viele an Krebs starben, wie viele daran erkrankten, wie viel es kostet. Und sie sagte zu Johnson, wir werden im Nu die Viren entdecken, die bei Menschen Tumore verursachen, und wir sollten einen Impfstoff gegen diese Viren haben. Sie hatte Power. Und er reagierte perfekt. Ich hoffe und ich werde dafür beten, dass wir eines Tages ein Heilmittel gegen den Krebs finden. Und ich will, dass das in meiner Amtsperiode geschieht. Ich will meinen Teil dazu beitragen. Ich will etwas dafür tun. Der einsamste Moment, den ich jemals in meinem Leben hatte, war, als ich erfuhr, dass mich meine Mutter verlassen hat, wegen dieser schrecklichen Krankheit. Die Politiker wetteiferten, in ihrer Verwandtschaft jemanden zu finden, der an Krebs gestorben war. Meine Lieblingstante Elisabeth starb an Krebs. Sie war erst 32. Sie war wunderbar. Der Krebs raffte sie hinweg. 1971 hatte Mary Lasker ihren Triumph. Sie überredete Präsident Nixon, einen nationalen Kampf gegen den Krebs auszurufen. I will also ask
Ich verlange ein Sonderbudget von 100 Millionen Dollar, mit dem wir eine intensive Kampagne starten können, um eine Heilung für Krebs zu finden. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten sind zu prüfen. Für Amerika ist die Zeit gekommen, dieselben vehementen Bemühungen, die die Spaltung des Atoms und die Mondlandung ermöglicht haben, auf den Sieg über diese Krankheit zu richten. Nixon versprach den Amerikanern, dem Krebs ein Ende zu machen. Die Wissenschaft erhielt Millionen Dollar für ihre Suche nach den Krebsviren. Es war das größte medizinische Forschungsprogramm, das jemals auf die Beine gestellt worden war. Und in seinem Mittelpunkt standen die Zelllinien. Nur die Forscher wussten, dass es ein Problem gab. Das Problem der Verunreinigungen. Sie beauftragten Walter Nelson Reese zu untersuchen, wie schlimm das Problem wirklich war. Bei unseren Überprüfungen suchten wir nicht unbedingt absichtlich nach Fehlern, aber wir wollten alle Einzelheiten über die jeweiligen Zellen wissen. Was stellten Sie fest? Wir stellten fest, dass sehr viele dieser Zelllinien, über 100, ganz identisch waren. Sie waren identisch mit HeLa. Nelson Reese entdeckte, dass die HeLa-Zellen aggressiver als alle anderen Zelllinien waren. Eine einzige HeLa-Zelle brauchte nur durch ein Versehen oder einen Luftzug im Labor in eine andere Zellkultur hineingeraten. Schon vermehrte sie sich rasend schnell und brachte die anderen Zellen zum Absterben. It's Darwinian evolution. It just takes over. Das ist die reine Evolution. Sie verdrängen alles. Die HeLa-Zellen wachsen potenziell. Es geht mal 2, 4, 8, 16, 32. Sie wachsen weiter und weiter und das sehr schnell. Schließlich wuchern sie wie Unkraut über das gesamte Beet. Sie schleudern Samen aus, teilen sich, wachsen und wachsen. Der kleine Rittersporn, die Rose, die Nelke haben keine Chance. Das ganze Beet ist voll von Unkraut. HeLa-Zellen. Es zeigte die ganze Schrecklichkeit von Krebs. Eine einzige Zelle spielt verrückt und beginnt sich unkontrolliert zu vermehren. Doch es sollte für die Forscher noch schlimmer kommen. Nelson Reese spürte HeLa-Zellen an Orten auf, wo es sie unmöglich geben konnte. Haus 41 war das sicherste Labor der Welt. Ein Bunker mit einem speziellen Belüftungssystem, nur zu dem Zweck errichtet, das Krebsvirus zu beherbergen, wenn es einmal gefunden war. Nelson Reese untersuchte die Brustzelllinie, mit der in dem Gebäude gearbeitet wurde. Er war überzeugt, dass sie mit HeLa-Zellen verunreinigt war, obwohl HeLa-Zellen in diesem Hochsicherheitslabor strikt untersagt waren. Trotzdem konnten sie wie Kuckuckseier in das Gebäude eindringen. Sie verbargen sich in verunreinigten Zelllinien, die von außen in das Labor gebracht wurden. Niemand wusste, dass sie mit HeLa infiziert waren. Als Nelson Reese die Brustzelllinie genauer unter die Lupe nahm, entdeckte er nur HeLa-Zellen. Es hatte niemals eine eigene Brustzelllinie gegeben. Wir testeten jede Probe. Alle bestanden aus HeLa-Zellen. Die unvermeidliche Schlussfolgerung war, dass die erste Zelle, die in dieser Petrischale gewachsen war, eine HeLa-Zelle war. Konnten Sie also jemals Brustzellen kultivieren? Nein, niemals. Ich habe mich danach sehr schnell aus diesem Geschäft verabschiedet. Warum sind die Zellen so aggressiv? Das kann ich nicht beantworten. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, warum es trotz menschlicher Missgeschicke, Fehler mit der Kultur, Änderungen der Temperatur oder wenn man die Schale über Nacht in einer Ecke liegen lässt, ohne sie in den Brutschrank zu geben, warum es auch dann immer eine HeLa-Zelle gibt, die wächst. Temperature changes, letting them lie overnight on the counter without being incubated. There'll always be a HeLa cell growing. Nelson Reese Entdeckungen begannen, den Kampf gegen den Krebs zu unterminieren. Im Zentralquartier der Kampagne in Washington wurden dringliche Sitzungen einberufen. Wenn Nelson Reese recht hatte, waren hunderte Zelllinien, von denen das gesamte Programm abhing, verseucht. Alles drohte zu scheitern. Hatte er recht? Natürlich hatte er recht. Es stellte sich heraus, als wir alle beteiligten Labors genauestens überprüften, was er sagte, war richtig.
Wie ernst war das? Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich gewonnen hatte, waren wertlos. Es ist verheerend, 3-4 Jahre mit den falschen Zellen vergeudet zu haben. Wenn das gesamte Programm darauf aufgebaut ist, einen spezifischen Zelltypus zu untersuchen und man hat die falschen Zellen, wähnt man sich in einem Palast, lebt in Wahrheit aber in einer Holzhütte. Es ging nicht nur darum, dass diese Kultur mit Hila verunreinigt war. Die gesamte Wissenschaft war mit falschen Informationen und falschen Ergebnissen verunreinigt. Es gab keinen Fortschritt. Die Wissenschaftler waren einem Trugbild aufgesessen. Einige begannen, die Theorie der spontanen Transformation anzuzweifeln, die behauptete, dass sich Zellen im Labor durch ein Virus spontan in Krebszellen verwandeln konnten. Vielleicht waren die Krebszellen gar nicht durch eine Virusinfektion entstanden. Vielleicht war alles eine simple Verunreinigung mit HeLa-Zellen gewesen. Konnte es sein, dass es das Krebsvirus gar nicht gab? Doch dann wurde das Krebsvirus gefunden, von den Russen. Im November 1972 besuchte eine Delegation von amerikanischen Wissenschaftlern Moskau. Die russischen Kollegen erklärten ihnen, das menschliche Krebsvirus in 5 verschiedenen Zelllinien entdeckt zu haben. Das war der Durchbruch. Sie behaupteten, das menschliche Krebsvirus gefunden zu haben. Ein Virus, das sich in menschlichen Krebszellen vermehrte. Es sei aus verschiedenen Organen isoliert worden, in 5 verschiedenen Moskauer Labors. Ganz einfach so. Es ist möglich, dass die Russen es hatten und sie selbst dachten, dass sie es hatten. Politisch war das ein Riesending für sie. Es war eine Sensation. Es hätte sie in den Augen der ganzen Welt etabliert, als die Ersten, die ein menschliches Tumorvirus isoliert hatten. Und wir hatten die ganzen Jahre nach diesen Viren gesucht. Wir alle in der Delegation waren sehr beunruhigt. Es war ein stolzer Augenblick für die Russen. Sie übergaben den Amerikanern Proben der 5 Zelllinien. Alles, was ihre Besucher ihnen als Gegengeschenk überreichen konnten, war ein Koffer mit Viren, die bei Tieren Krebs hervorriefen. Hier herinnen sind die Viren, die bei verschiedenen Tieren Krebs erzeugen. Das waren die einzigen Viren, die die Amerikaner zu dieser Zeit produzieren konnten. Das sind Mausviren und Hühnerviren. Wie gefiel Ihnen dieses Geschenk? Wunderbar. Es war ein Geschenk, das von Herzen kam. Die Amerikaner flogen sofort nach Washington zurück. Die russischen Zellen wurden unter größter Geheimhaltung ins Labor gebracht. Unsere Aufgabe war, ihre Viren zu untersuchen. Wir fanden Beweise dafür, dass die Russen recht hatten. Wir stießen in den Zellen auf Virenbestandteile. Sie hatten also die Viren? Sie hatten Viren. Da wir alles überprüfen mussten, wurden die Zellen auch daraufhin gecheckt, ob sie menschlichen Ursprungs waren. Wir schickten sie dazu an Walter Nielsen Rees. Wir fassten diese Zellen mit Samthandschuhen an. Sie waren kostbar, außergewöhnlich, weil an ihnen etwas Neues und Aufregendes aufgedeckt worden war. Die Zellen wurden äußerst sorgfältig behandelt. Erst wenn sie gründlichst untersucht worden waren, sollten wir etwas über sie verlauten lassen, sie an andere Leute schicken oder, Gott behüte, etwas über sie publizieren. Es waren besondere Zellen. Es war der Durchbruch. Und dann erhielten wir die Resultate. Alle diese Zelllinien enthielten ein bestimmtes Enzym, Typ AG6BD. Und uns war klar, dass sie, wahrscheinlich zumindest zu einem Fünftel, von schwarzen Menschen stammten.
Nun wusste ich, dass sie die Lumumba-Universität hatten. Ich wusste, dass in Moskau ein großes Kontingent von Schwarzafrikanern lebte. Aber ich dachte nur, hier ist etwas faul, das gibt es einfach nicht. Nelson Rees untersuchte die Chromosomen der russischen Zellen. Er fand heraus, dass sie alle mit Hila identisch waren. Das konnte nur eines bedeuten. Irgendwie waren Henrietta Lacks Zellen durch den eisernen Vorhang geschlüpft. Und das Virus, dem die Russen unterstellten, das erste menschliche Krebsvirus zu sein, entpuppte sich als harmloses Affenvirus. Es war in die Hila-Zellen hineingeraten, als sie sich auf ihre Reise nach Moskau begaben. Dann statteten die Russen Washington einen Gegenbesuch ab. Wie teilten sie ihnen die schlechte Nachricht mit? Das war schwierig. Wir hatten ein gemeinsames Treffen der beiden Delegationen. Die Russen saßen auf der einen Seite, die Amerikaner auf der anderen. Wir stellten ihnen Walter Nelson Rees vor, der ihre Zelllinien mit den, wie sie dachten, tumorerzeugenden Viren untersucht hatte. Es wurde unabsichtlich ein internationales Ereignis. Ich platzte einfach mit der Tatsache heraus, dass es sich um ein und dieselbe Zelllinie handelte. Es waren Zellen von Henrietta Lacks, alle mit demselben Virus. Es hatte nichts mit einer neuen Entdeckung zu tun. Und das ist ein Schlag ins Gesicht. Nelson Rees, показал по хромосомам. Nelson Rees zeigte uns mit seiner Chromosomen- und seiner Enzymanalyse, dass alle diese Zellen Hila-Zellen waren. Ganz egal, wie wir sie nannten. Sie waren tatsächlich alle Hila. Es war nicht nur so, dass alle Zellen in Amerika und auf der übrigen Welt mit Hila verunreinigt waren. Die Hila-Zellen waren jetzt auch zu uns gekommen. Aber es war eine Überraschung. Natürlich, absolut. Geht wieder nach Hause und nehmt eure Spielsachen mit. Wir spielen nicht mit euch. Eure Spielsachen sind nicht gut. Es ist euch nicht geglückt, uns zu beeindrucken. Wir waren aus der Fassung, am Boden zerstört. Aber wir versuchten, es nicht zu zeigen. Oder es nicht allzu sehr zu zeigen. Auf einer Pressekonferenz machten die Russen gute Miene zum bösen Spiel. Gestatten Sie mir zuerst, der Regierung der Vereinigten Staaten zu danken. Unsere Delegation sieht diese Reise als sehr nützlich an. Also bitte, darf ich mich hier einschalten? Es ist nicht fair, den Gesandten um einen Kommentar zu bitten. Doch die Neuigkeit sickerte durch, obwohl die Amerikaner versuchten, Stillschweigen zu bewahren. Obwohl wir das Ganze ziemlich herunterspielten, trug die russische Episode zu einer größer werdenden Skepsis gegenüber dem Krebsvirenprogramm bei. Sie war ein weiterer Fehlschlag. Das Ergebnis war, dass die Leute zu glauben begannen, dass das ganze Projekt vergeblich war. Mitte der 70er Jahre war man noch immer weit davon entfernt zu verstehen, warum sich Zellen in Krebszellen verwandeln. Trotz vieler Milliarden Dollar war es nicht gelungen, das Krebsvirus zu finden. Es entstand politischer Druck. Man erkannte, nun, das Krebsvirenprogramm ist doch nicht so großartig. Man hat bis jetzt kein menschliches Tumorvirus gefunden und man arbeitet schon seit 1964 daran. Das Programm starb. Es war kein erbärmlicher Tod, es verschwand einfach. Das Mammutprojekt, das den Ehrgeiz gehabt hatte, den Krebs zu besiegen, war fehlgeschlagen. Wie Krebs entstand, war weiterhin ein Rätsel. Doch die Wissenschaft und die Politik hatten enorme Erwartungen geweckt. Sie hatten den Krebs zum Staatsfeind erklärt und versprochen, der Krankheit ein Ende zu bereiten.
Und diese Erwartungen blieben in den Köpfen der Menschen. In diesem Moment der wissenschaftlichen Verzweiflung erblickte eine neue Theorie der Krebsentstehung das Licht der Welt. Und wieder waren dabei die Zellen von Henrietta Lacks im Spiel. Die Theorie stammte von einer neuen Forschergeneration. Sie glaubten, dass der Krebs nicht von außen, sondern aus dem Inneren der Zelle kommt, aus den Genen. Die genetische Theorie der Entstehung von Krebs besagt, dass der Feind im Inneren sitzt. Er sitzt in den Genen. Die Bombe tickt vom Moment der Geburt an. Es ist also viel schwieriger, viel heimtückischer. Wir müssen uns in den eigenen Körper einmischen. Wir müssen die Erbanlagen untersuchen und die schlechten Gene aufspüren. Es gab zu dieser Zeit keine Methode, spezielle Gene zu identifizieren. Doch dann fand ein englischer Genetiker namens Harris einen Weg. Er verschmolz Mauszellen mit HeLa-Zellen. Das Ergebnis waren gemischte Zellen. Halb Frau, halb Maus. Jede dieser Zellen enthält eine Mixtur von Henriettas Genen und den Genen einer weißen Maus in unterschiedlichen Anteilen. Von diesen Zellen ausgehend konnte erforscht werden, wo sich jedes Gen in der Zelle befindet. Es war der Beginn der Genkartierung. When Professor Harris fused Als Harris die HeLa-Zellen mit den Mauszellen fusionierte, fanden sich in den neuen Zellen verschieden große Anteile von Genen der HeLa-Zelle. Man begann dann, diese Gene den diversen Chromosomen zuzuordnen. Es war die grundlegende Methode zur Entwicklung der Genkartierung. Henrietta Lacks wurde nun für die Genetiker zu einem Objekt der Begierde. Sie wollten alles über sie wissen. Nicht nur über ihre Zellen, sondern über ihre gesamte genetische Geschichte. Das Problem war, sie war tot. Man konnte sie nicht untersuchen, weil sie gestorben war. Der einzige Weg herauszufinden, wie sie genetisch in Bezug auf alle diese Marker disponiert war, war auf ihre Familie zurückzugreifen. . 1976 schwärmte ein Team von Genetikern aus, um die Mitglieder der Familie Lacks aufzuspüren. Man fand ihren Ehemann und vier ihrer Kinder, die noch immer in Baltimore lebten. Das war 25 Jahre, nachdem sie gestorben war. Sie wollten diese genetischen Forschungen durchführen, um herauszufinden, ob eines der Kinder dasselbe Gen, das sie gehabt hatte, besaß. Sie baten um die Erlaubnis, ihren Kindern Blut abnehmen zu dürfen. Ein Arzt und eine Krankenschwester kamen ins Haus. Wir waren alle da. Sie nahmen Blutproben von jedem der Kinder meiner Mutter. Und sie sagten uns, dass sie bloß sehen wollten, ob das, was meine Mutter hatte, vererbbar war. Ich sagte, Sie arbeiten mit Ihren Zellen? Und er sagte, ja, Ihre Zellen sind noch am Leben. Ich war völlig verblüfft. Und er sagte, dass er schon seit Jahren mit ihnen arbeite. Wir waren vollkommen überrascht. Wir hatten das nie gewusst. Das regte mich ziemlich auf. Ich fragte, gibt es noch etwas, was ich nicht weiß? Es erschreckt einen schon. Ich meine, wie viele von ihren Zellen da draußen sind. Die Erforschung der Gene war der erste Schritt, mehr über die Entstehung von Krebs zu erfahren. Heute kennt man etliche Krebsgene, die, wenn sie aus dem Takt kommen, bösartige Zellen erzeugen. Inzwischen fand die Familie Lacks heraus, was mit den Zellen von Henrietta geschehen war. Sie wandten sich an eine Anwaltskanzlei und forderten Entschädigung. Ich ging zu den Anwälten, weil ich wissen wollte, was man mit ihren Zellen trieb. Ich fand heraus, dass ihre Zellen in die ganze Welt verkauft wurden. Ich wollte einfach sehen, wer an den Zellen meiner Mutter Geld verdient. Ich war sehr darüber verärgert und wütend. Niemand hatte davon gewusst. Die Anwälte wandten sich an fast alle großen Biotechnologie- und Pharmafirmen. Sie wurden überall abgewiesen. Es schien, dass sie keine rechtliche Handhabe hatten.
Henrietta Lex war vor zu langer Zeit gestorben. Ihre Familie beschloss daraufhin, zumindest um die Anerkennung ihrer Mutter zu kämpfen. Sie startete eine Kampagne, die von radikalen schwarzen Blättern aufgegriffen wurde. Wir bekamen eine Menge Fotos und Artikel. Wir verteilten sie auf dem Markt, bis hinauf zur Havens High School. Ich glaube, sie wollen sie nicht anerkennen, weil sie eine Schwarze ist. Wäre sie eine weiße Frau gewesen, wäre sie anerkannt. Jeder würde wissen, wer sie ist, gerade jetzt. Hennys Verwandte gewannen die Überzeugung, dass ihr Tod eine Art Heldentum repräsentierte. Das Opfer einer schwarzen Frau für die ganze Welt. Sie ist die berühmteste Frau in der Geschichte der Medizin. Die einzige, der dieser Titel meiner Meinung nach zusteht. Ich glaube, sie wollen nicht, dass eine Schwarze diesen Titel hat. Das Versprechen, ein Heilmittel gegen den Krebs zu finden, ist heute nur teilweise eingelöst. Man weiß mittlerweile, dass Krebsgene nur ein Glied in der komplizierten Kette von Ereignissen sind, die zum Krebs führen. Die Familie Lex hingegen fand schließlich die Genugtuung, für die sie gekämpft hatte. Henrietta Lex und ihre Zellen bekamen die Anerkennung, die sie verdienten. Morehouse College in Atlanta ist eine der ältesten schwarzen Universitäten Amerikas. Im Oktober letzten Jahres, am 45. Jahrestag ihres Todes, wurden hier Henrietta Lex und ihre Familie geehrt. Es war eine festliche Feier. The city of Atlanta acknowledges the contributions. Die Stadt Atlanta ehrt Henrietta Lacks Beitrag zum Fortschritt der medizinischen Forschung im Kampf gegen den Krebs, die Kinderlähmung und viele andere Krankheiten. Im Namen der Bürger von Atlanta erkläre ich hiermit den 11. Oktober zum Henrietta Lacks Tag in unserer Stadt. Unterzeichnet William Camber. Signed William Camber. Die Familie wurde berühmt. Henrietta Lex wurde zu einer Heldin der Wissenschaft. Ihre Zellen hatten die moderne Medizin revolutioniert und die Politik bewegt. Sie hatten die Politik der Supermächte und ihre Präsidenten beeinflusst. Sie waren sogar in den Kalten Krieg verwickelt, denn man glaubte, mit ihren Zellen den Tod besiegen zu können. Obwohl Henrietta tot ist, haben sich ihre Zellen ständig weiter vermehrt. Es gibt heute Milliarden von ihnen in vielen Labors auf der ganzen Welt. Hela will live forever, perhaps. Die Hela-Zellen werden vielleicht bis in alle Ewigkeit leben. Der Tanz der Helas in den Labors geht weiter. Sie sind noch immer irgendwo auf der Bühne, da bin ich sicher. Die Bühne ist groß und breit, der Vorhang ist noch keineswegs gefallen. Und die Musik spielt weiter. Glauben Sie? Nein, das ist eine gute Frage. Glauben Sie, dass die Zellen noch immer leben, da unten im Grab? Oh nein, das glaube ich nicht. Aber sie leben noch da draußen. Sie leben noch da draußen in den Reagenzgläsern. Es ist ein Wunder.